Freunde, herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video, hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es den zweiten Teil für die besten Amazon Gadgets für dein Zimmer. Ich würde sagen, wir können direkt reinstarten. Übrigens, an diesem Datum bin ich wieder live auf Twitch. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Das erste Gadget sind sogenannte Wandpaneele. Dieses Modell sollten wahrscheinlich viele kennen. Es gibt es aber auch in ganz anderen Modellen, auch in schwarz, nicht nur in weiß. Und man kann die, wie man sie hier sieht, zum Beispiel richtig gut irgendwo dran kleben, hinter sein Setup, hinter sein Sofa, etc. Und am besten sieht es dann natürlich noch aus, wenn man dann irgendwie noch eine coole indirekte Beleuchtung macht. Dann kommen die Matten sehr, sehr zur Geltung und sind ein richtiger Hingucker. Das zweite Produkt ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig und hört sich jetzt auch ein bisschen komisch an. Aber es ist ein Fußkissen. Und zwar für alle, die am Schreibtisch arbeiten, irgendwas da machen, egal. Oh mein Gott. Egal ob Hausaufgaben, am PC sitzen, keine Ahnung, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, denn es hört sich so simpel an, aber seine Füße so ein bisschen höher zu legen aus so einem Kissen ist sehr, sehr entspannt. Zumindest steht das hier und deswegen habe ich das auch ausprobiert und ich finde es wirklich auch sehr, sehr entspannt, also kann ich euch nur empfehlen sowas. Das nächste Gadget kennen wahrscheinlich schon viele von euch und darüber habe ich auch ein Video gemacht, denn das besitze ich selber und zwar einen Mini-Kühlschrank. Aber bei einem Mini-Kühlschrank kommen einem jetzt wahrscheinlich so Bilder wie sowas hier in den Kopf und ich finde, das muss nicht immer sein, denn das ist erstens sehr teuer und zweitens nimmt es sehr, sehr viel Platz ein. Da gehen auch einfach so kleine Mini-Kühlschränke, wo so 8 bis 10 Dosen reinpassen. Denn ich finde, für 1-2 Wochen reicht das auf jeden Fall. Und wenn man dann jede 2 Wochen oder so mal zum Supermarkt fährt oder so, ist das ja jetzt auch nicht der Weltuntergang, ne? Ich habe euch jetzt hier diesen Mini-Kühlschrank rausgesucht, weil erstens, er kostet nicht besonders viel im Gegensatz zu den anderen Mini-Kühlschränken. Er ist gut, da ich ihn euch selber weiterempfehlen kann. Und er ist lautlos. Und das ist wirklich sehr, sehr schmackhaft. Als nächstes kommen wir wieder zu einer Sache, die ich so ähnlich habe, aber ich empfehle euch jetzt hier noch die bessere Variante. Und zwar eine Hintergrundbeleuchtung für euren Fernseher. Aber nicht irgendeine. Diese Hintergrundbeleuchtung von Govi nimmt genau die Farbe an, welche euer Fernseher gerade annimmt. Also wenn ihr, wie ihr hier gerade seht, links in der Ecke es blau ist, wird die LED dort auch blau. Das alles funktioniert durch eine kleine Kamera, die man oben am Fernseher anbringt. Klar, das sieht vielleicht jetzt nicht so super aus, aber dafür habt ihr dann eine super krasse Hintergrundbeleuchtung. Ich habe mir da jetzt einfach eine 0815 LED hintergemacht hinter meinem Fernseher. Aber irgendwie finde ich das auch besser für die Augen, wenn man da hinterm Fernseher noch irgendetwas hat. Nun gibt es 2 Gadgets für alle Gamer unter euch. Yeah, Gamer. Gaming, yeah. Aber auch vor allem für die Konsolengamer. Und zwar sehe ich bei vielen PlayStation-Setups vor allem, dass die PlayStation dahin gestellt wird, wo dann eigentlich der PC stehen sollte, also so neben dem Monitor. Nur die liegt dann halt so und das sieht dann irgendwie so ein bisschen fehl am Platz aus. Deswegen würde ich die PlayStation so hinstellen, als ob es ein PC wäre und deswegen mir für 10 Euro diesen Fuß kaufen dafür. Den gibt es in schwarz oder in weiß, also je nachdem, welche PlayStation ihr gerade habt. Und mir fällt gerade auch auf, so ein weißer Fuß für eine schwarze PlayStation sieht bestimmt auch echt cool aus. Klar, der Fuß kann nicht viel, er stellt eure PlayStation einfach nur hin, aber meistens sieht das sehr, sehr, sehr viel besser aus. Wie zum Beispiel hier bei diesem Setup würde ich das sehr, sehr empfehlen. Und jetzt daneben würde man wahrscheinlich ja seinen Controller hinstellen. Nur, das könnte man auch noch viel geiler aussehen lassen mit einem sogenannten Cable Guy. Das sind so kleine Figuren, die gibt es von Star Wars. Ich habe jetzt hier mal einen Deadpool rausgesucht. Sonic, Call of Duty, GTA, keine Ahnung, alles, was euer Herz begehrt. Und die halten einfach euren Controller und sehen dabei noch sehr, sehr gut aus. Also einfach Controllerhalter. Nee, das war gestern. Ich würde euch sowas empfehlen. Ich habe euch ja beim letzten Mal auch diese LED-Schilder da gezeigt. Und diese gab es ja auch zum Hinstellen. Nur, für wen das nichts ist, habe ich hier noch eine zweite Variante. Und zwar Lamp Illusion. Das sind hier sogenannte Dinger, die stehen auf so einem Standfuß. Und da drauf ist dann so eine Glasscheibe und die wird dann beleuchtet. Und in diese Glasscheibe sind dann so Sachen reingeritzt, wie zum Beispiel hier jetzt ein R2-D2 oder ein Kopfhörer, ein Lamborghini, das PlayStation-Zeichen, all solche Sachen. Und das Beste daran ist, diese Dinger kann man sogar per Farbe einstellen, was ja bei diesen LED-Schildern nicht der Fall war. Eigentlich bin ich jetzt durch, nur ich habe, während ich da recherchiert habe, noch etwas richtig Cooles gefunden, und zwar einen Candy Grabber. Ja, ich weiß, es ist komplett unnötig, aber ich wollte das euch einfach mal vorstellen, weil ich habe sowas vorher noch nie gesehen und finde das richtig geil irgendwie. Ich meine, es ist halt so ein Greifarmautomat, da kann man dann halt so Bonbons oder Schokoladenriegel reintun, was man halt möchte, und dann damit sich ein bisschen was angeln. Finde ich eine coole Idee und auch irgendwie ein cooles Geburtstagsgeschenk oder so, was man auf jeden Fall nicht auf den ersten Blick erwartet. In diesem Video möchte ich übrigens noch Tami-Craft grüßen. Ich hoffe, dass du irgendwann ein großer YouTuber wirst. Der Gedanke daran wäre auf jeden Fall cool. Aber auf jeden Fall danke für den coolen Kommentar. Das waren meine 8 Gadgets für heute. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, ein Like und ein Abo würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und check mal gerne das letzte Video ab. Das wurde bei den meisten wohl irgendwie nicht so empfohlen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video oder beim nächsten Part hiervon, falls es noch einen geben wird. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao und tschüss.